Es ist mit dem Trommelschlag Kufener Trommelzeit. Hallihallo in der großen weiten Welt. Kufern Vorstadt, Terrasse, Zentrum der Welt. Der Roland hat mir heute die Haare eingetragen, weil Sonntag ist. Aber wir sind nicht mehr dazu gekommen, dass man die Wickler raustut. Jetzt spüre ich halt heute mit den Wickler. Was tut sie in Kufern? In Kufern tut sie nichts. Es ist ruhig. Ich war heute wieder Fotoshooting machen für meinen Süßen, habe ich wieder für einige Räuchermischungen, nein, für einen Weihrauch und für einen Möhre, habe ich tolle Fotos gemacht auf wunderschönen Kraftplätzen. Genau, sonst tut sich nichts bei mir, sonst war es ruhig. Genau. Roland, Jingle. Jetzt kommt die Werbeeinschaltung. Heute mache ich Werbung für eine Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin und auch Köchin. Und zwar für die Caroline Athanasiadis. Die kennt ihr sicher alle. Die Caroline findet ihr auf Facebook unter Caro Blume ganz leicht. Das ist ihr Homepage. Ja, es ist halt einfach ein schwieriger Name. Die Caro, was haben wir mit der Caro zu tun? Die Caro ist eine ganz Liebe. Ja? Die Caro macht so wie mir jeden Tag um 18 Uhr in Wien im 23. auf ihren Fensterbangerl verbreitet gute Laune. Und zwar singt sie immer. Sie nimmt immer ein bekanntes Lied her und macht immer ganz, ganz coole Texte dazu. Und wir haben sie am Anfang vom Lockdown im März, haben wir es gleich, aber ich glaube am ersten oder zweiten Tag, haben wir sie auf Facebook gefunden und es hat uns voll getaugt. Aber die Caro hat ein Thema. Die hat nicht so viele Nachbarn, die kommen immer zu horchen. Und jetzt macht die so tolle Sachen und keine Nachbarn da. Und dann haben wir gesagt, naja, sollte der Lockdown so im März, April, Mai, sollten wir da früher mit dem Lockdown aufhören, da in Kufern, als in Wien, dann kommen wir es besuchen, genauso war es. Weil es war dann so im Mai, wir durften dann schon einiges machen und dann haben wir mal einen Abend frei gehabt und die Caro hat immer noch gesungen auf dem Fensterbangel und wir haben sie überrascht. Roland und ich, wir sind mit zwei Trommeln runtergefahren zu ihr, haben sie zuerst gesucht, wenn wir nicht genau gewusst haben, auf welchem Fensterbangel. Ja, und dann haben wir einfach ein Ständchen gespielt und das Geile daran war, erstens hat sie sich voll gefreut, ja, und zweitens ist ihr lieber Mann mit der Gitarre gekommen. Das ist der Mann, der Hilfssklave. Der Hilfssklave, das ist doch der Hilfssklave, ihr Mann, mit der Gitarre gekommen und hat mit uns mitgespielt und es war einfach voll, voll cool. Und außerdem kennt ihr die Caro zum Beispiel von den Kernöl-Amazonen. Das ist eine Amazone, ja, Kernöl-Amazonen. Und was uns wir heuer im Sommer angeschaut haben, ist der Tzatziki im Dreivierteltakt. Sensationell. Also bitte, wenn wieder Theater offen sind, schaut euch die Caro Blume, also Caro Blume, so findet man es in Facebook leichter. So, Caro, wenn du es jetzt siehst, na jetzt wird es gerade nicht sein, weil jetzt sitzt du natürlich auch auf ihrem Fensterbangerl, aber vielleicht sieht es dann noch. Grüße, Caro. So. Roland, du bist dran. Ja, und noch kein Freizeichen gekriegt. Ach so, ja, so, grüß euch. So, wie seht, meine Lockenwickler habe ich nicht mehr um. War halt mein Status auf Facebook, oder ist noch immer mein Status auf Facebook. Nach der Morgenwäsche haben wir ein bisschen die Haare dran und so. Ist das eh alles noch? Nein, nein. Hat das eh funktioniert? Ja, ich habe schon wieder weggeschaut. So, da, ihr Lieben, heute gibt es eine. In Wirklichkeit, ich glaube, dass es sogar meine Lieblingsmischung ist. Nein, stimmt nicht ganz, aber eine meiner Lieblingsmischungen. Und zwar möchte ich euch vorstellen, Räuchermischung Heilkraft. Die Räuchermischung Heilkraft, wann haben wir die rausgebracht? 2 Jahre? Nein. 1 Jahr. Räuchermischung Heilkraft ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Okay, ich möchte jetzt gar nicht jetzt aus dem Stegreif was sagen über die Heilkraft. Und zwar, ich hätte euch gern den Text einfach vorgelesen, den ich auf meinem Online-Shop habe, über die Heilkraft. Gut,
Heilkraft. Seit deiner Geburt und am Beginn deines ersten Atemzuges trägst du die Fähigkeit der Selbstheilung in dir, ohne Zutun, ganz von alleine. Es gibt jedoch Situationen, wo etwas aus dem Gleichgewicht gerät und die inneren Kräfte Unterstützung benötigen. Die Räuchermischung Heilkraft kann dieses Ungleichgewicht wandeln und trägt wesentlich zur Wiederherstellung der Urbalance bei. Stärkend, verbindend, heilend. Ein verlässlicher Begleiter und Erwecker für deine Heilarbeit. Die Verbindung von Himmel und Erde. Ist das schön? Ja. Ich weiß nicht, warum mir das eingefallen ist, aber es ist einfach. Ja. So, Räuchermischung Heilkraft, was ist drinnen? Ein wahres Kraftpaket. Ihr habt drin zum Beispiel das Zedernholz. Zedernholz ist dabei. Dann das Palo Santo, haben wir euch auch schon mal vorgereichert. Dieses heilige Holz. Medesüß, die Wiesenkönigin, ja. Und zugleich auch der Odermenning, der König aller Kräuter. Ein bisschen Kopal, ein bisschen Mastix. Natürlich mein persönlicher Liebling, der Beifuß, ist natürlich auch drin. Auch aus Styrax, Propolis, Harz von der Biene und. Also wirklich eine ganz, ganz runde, also mir fehlen einfach die Worte. Ich lege es einmal auf, dass das auch einmal nicht mehr kennt. So. Die Räuchermischung Heilkraft wird uns jetzt bei unserem Trommelrhythmus begleiten. Was für einen Rhythmus kann man zur Heilkraft spielen? Die Heilung natürlich. Yes, viel Spaß. Ich bin da, in Adventkranz hast du gar nicht vorgestellt. Das ist so. Bitte, Adventkranz, erstes Licht, erste Kerze, meine ich. Ganz durcheinander die Heilkraft, no. Ein bisschen durcheinander und die Lumpenwickler. So, ein bisschen mehr braucht man da bei der Heilung, ein bisschen mehr Wärme.
Dankeschön. Danke sehr. So, da. Anna bleibt im Bild. So, Wechsel. Wechsel, so meine Lieben. Locker bleiben, aber nicht locker lassen, wisst ihr eh. Ranzfreie Zonen erschaffen. Oh, lieb sie zueinander und Caro, wer weiß, vielleicht besuchen wir den nur mal. Schauen wir mal, was die nächste Zeit so bringt. Alles Gute in der großen weiten Welt und lasst es euch gut gehen. Und bis morgen, Montag, um 18 Uhr auf der Terrasse. Prost!